letzte Woche Synchronsprecherin für ein krasses Videospiel und dieses Mal Vorlage für ein Brettspiel. Influencer! Zum Influencer-Business gehört es, sich an besonderen Orten zu zeigen, witzige Stories zu veröffentlichen und langweilige Produkte mit Begeisterung zu bewerben. Zeige der Welt, dass niemand das so kann wie du. Bring dich im Gym in Form, chille im Park oder lass beim Beauty-Dog die Falten verschwinden und zeige das alles deinem immer zahlreicher werdenden Fans. Wähle die besten Challenges aus und plane geschickt deine Route. Wer wird zuerst 1 Million Follower gewinnen? Es gibt dann noch seichte Brise, Glamour statt Goethe, Schlauchboot Ahoi, Shitstorm. Ah, es gibt dann wahrscheinlich auch Shitstorms, die einen zurückwerfen oder so. Cool. Cool. Das ist bestimmt lustig. Super! Hey! Thank you. Not fair! Stupor! Oh, it's Stupor. Stupor? Stupefy in English. Uh-huh. It's in the Harry Potter world. Mm-hmm. We are in second year, mm-hmm. in the dual area. Uh-huh. And we will try to stupefy the other kids. Okay. In order to gain as many points for home, uh-huh. house as possible. So it's a bluff game because, as I said, we are in second year. Mm-hmm. So we kind of suck at casting spells. Mm-hmm. So during the game you have 5 misses, uh-huh. and only 3 stupefy cards. Okay. And the game is in 8 turns. Ah. So you put a card in secret, mm-hmm. and then you will point the one to somebody, uh-huh. but he doesn't know if it's a stupefy or a mist. Okay. If he decides to cast a protego spell, he won't collect any reward, but he isn't late, because if you are stupefied, you are late for the next curse, uh-huh. and the player with the most late tokens at the end of the game gets minus 100 points for a house. Okay. So. Okay. Nice. Can, and of course, Gryffindor wins. Yeah. Every time. Every time. We are the best. We are the best. Yeah, we are the heroes. Das habe ich mir direkt gekauft. So, was gibt's denn noch? Ganz viele Bücher. Sieht alles so interessant aus. Hier gibt's auch Würfel. Würfel. Ich bin auf der Suche nach ganz besonderen Würfeln. Muss ich mal gucken. Ey. Oh, Shadowrun. Wupp, wupp. Okay. Ja, krass. Was da noch? Da sind auch noch Würfel, ne? Oh, das sieht alles so gut aus. Faesen. Faesen? Faesen? Bin mir nicht sicher, das sieht auch gut aus. Hier ist noch Star Trek. Cthulhu! Inside Job sehe ich hier gerade vor mir. Was ist das für ein Spiel? Inside Job ist ein kooperatives Stichspiel, mhm. ein fast kooperatives Stichspiel. Also ich weiß nicht, magst du Stichspiele? Ja. Es geht so. Also wenn, man ist halt oft so, dass man sich anlügen muss gegenseitig so und irgendwas verheimlichen muss oder so, aber sonst, Ja, also bei dem Stichspiel ist es in der Tat so, dass man auch was verheimlichen muss. Aha. Also eigentlich ist es kooperativ, das heißt, man befindet sich hier in der Welt von Agenten. Mhm. Alle Spieler sind Agenten und es gibt aber einen Insider, einen mhm. Doppelagent. Das heißt, die Agenten haben die Aufgabe, gemeinsam Missionen zu erfüllen im Stichspiel. Das Aha. heißt, Stiche, besondere Art von Stichen mhm. zu machen. Es gibt aber einen Doppelagent, wie mhm. gesagt, der versucht, diese kooperative Mission zu sabotieren. Und das macht so das Spannende aus. Man weiß nicht genau, wer ist eigentlich so der Doppelagent, wer spielt gegen uns und gemeinsam muss man eben dann rausfinden, wer ist dieser Doppelagent und die anderen versuchen einfach, ihre Mission zu erfüllen. Mhm. Ja. Also das, man kann sagen, also letztendlich ist es Skat trifft Werwölfe. Ne? Ja. Also man, ich glaube, das sagt jedem was. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Spiel für
Stichspiel-Liebhaber. Das muss man schon sein, weil im Grunde ist es eben nichts anderes als ein Stichspiel. Ja. Wer jetzt gar nichts mit Karten und Stichspielen anfangen kann, für den ist es nichts. Ja. Aber für alle anderen, die sollten sich das anschauen. Ja. Und auch alle, die die Crew kennen, ich weiß nicht, sagt ihr das auch was? Das ist eins, das Kennerspiel ausgezeichnete kooperative Stichspiel, das hatten wir vor ein, zwei Jahren veröffentlicht. Nee, sagt mir nichts. Alle, die die Crew mögen, sollten sich Inside Job auf jeden Fall anschauen. Ja. Wenn wir es zu zweit spielen möchten, dann spielt der Larry noch mit, den haben wir hier. Und dann lässt sich dieses Spiel dann auch in der Variante spielen. Das kann man schon kaufen, außerhalb der Messe auch? Das ist jetzt schon im Handel da. Okay, ja. Genau. Schön. Ja gut, dann danke schön. Danke, danke. Sehr gerne. Voll schön. Wie riesig. Nice. Ups, jetzt kennt ihr meine Waifu-Kartensammlung. Hey, yo, damit meine ich nicht euch, sondern das Spiel. Hey, yo. Das ist der Gewinner von der Inno-Spiel 2022. Und ja, was genau ist das Spiel? Hi, so Hey Yo ist ein cooperatives Partyspiel. Wir sind alle Rappers, which is natürlich von Japan. Und was wir machen, ist, wir spielen Cards auf die richtige Seite zu dem Beat. Ja. So, wir haben eine Musicbox. Und jeder Mal, das pfeift, ein Spieler muss spielen eine Card. Wir alle haben vier Handkarten. Und du musst spielen, so hier wir können sehen, wir haben die Yes und wir haben auch ein Yeah mit einem Punchline. So die, die gelben Sterne sind die Punchline und das ist wie wir bekommen Punkte. So die Idee ist, wir spielen, wir haben alle die Karten gespielt und wir wollten 50 Punkte machen und du bekommst Punkte von mir. Machen alle die Hays hier, diese sind alle zusammen, super, aber das sind kein Punchline, so wir bekommen keine Punkte für das. Aber wir auch haben die Yes und diese bekommen Punkte, weil wir haben 2, 4, 6 Yes und Bonuspunkte für die Punchline. Hi, ich bin Haselnuss mit 3 U's, ich streame auf Twitch und mache so Content-Gedöns. Und ja, kannst du mir über die beiden Spiele was erzählen? Ja, welches zuerst? Einmal das hier. Das hier. Das ist Witchcraft, das habe ich gemacht, das ist mein Game Design Debüt. Ah. Ich habe auch Grafik und Illu gemacht, also so 100% ich. Ach cool, ich finde das passt auch sehr zu dir. Ja, ich denke auch immer, ich sage immer, ist es von mir, sieht man das? Ich finde, der Charakter sieht so ein bisschen aus wie du. Das ist auch meine Visitenkarte und fällt mich auf. Voll cool. Ja. Genau, das ist so ein kurzes Spiel für 2 bis 6 Spieler. Geht relativ schnell, man ist eine dieser Hexen, die so minimal asymmetrische Startfähigkeiten haben und man will Zauber wirken. Zauber sind hier, dafür braucht man Zutaten, die kauft man in einem Markt, wo es eine ganz coole Mechanik gibt, wo man so ein bisschen immer Kristalle bezahlt und Zutaten kriegt, aber manchmal auch Kristalle kriegt und man mal gucken muss, dass man halt beides hat. Genau, für, wenn man die wird, kriegt man Magie und wer als erstes 20 Magie hat, hat gewonnen. Mhm. Das heißt, das will man möglichst schnell schaffen. Ja. Dabei unterstützen einen die Gefährten oder Familias. Das sind eben diese Tiere da oben, die geben einem entweder zusätzliche Aktionen oder dauerhafte Vorteile. Ja. Und eben auch immer eine Magie. Also man muss ein bisschen gucken, wie man am schnellsten dieses Ziel einfach erreicht. Ja. Genau, das ist das. Cool. Genau, ist druckfrisch, ist letzte Woche erst angekommen bei uns. Ja. Das Design sieht sehr schön aus. Das freut mich sehr. Genau, das ist Witchcraft. Das sieht auch sehr cool aus. Das ist Tsukuyomi. Das sind tatsächlich Erweiterungen für ein Spiel, was es schon gibt. Ah. Tsukuyomi ist ein riesen Strategiebrocken. das ist schon mal, da dauert eine Runde dann schon eher mal 3 Stunden oder auch länger, wenn die Leute unentschlossen sind. Ja. Die Grundgeschichte ist, dass der Mond auf die Erde gestürzt ist, weil eben dieser Drache Tsukuyomi im Mond gefangen ist und der ausbrechen wollte aus seinem Gefängnis. Er hat es noch nicht geschafft, er ist immer noch im Mond, aber er kontrolliert eine neutrale Horde, die Oni, die von allen Spielern so ein bisschen gespielt werden. Und das Grundprinzip schon vom Spiel ist sehr asymmetrisches, hauptsächlich Area Control, aber alle Fraktionen kriegen halt unterschiedliche Siegpunkte über unterschiedliche Orte. Also die sind super, super asymmetrisch. Bis jetzt haben wir 9 Fraktionen draußen. Hiermit kommen jetzt 6 dazu. Diese eine einzelne, das sind die Chronomasters, das sind Zeitreisedaffen. Rise Kingdom, das ist eine große Erweiterungsbox. Die hat zum einen 5 neue Fraktionen, die die ganze Story erweitern. Das sind
Zum einen diese postapokalyptischen Clowns, die einfach nur darauf aus sind, dass die Apokalypse jetzt die bestmögliche Show wird. Es gibt die First Guardians, das sind gigantische Schildkröten. Es gibt das Korallenriff, das hat gar keine Einheiten, das wächst nur so übers Feld. Also ganz unterschiedliche Sachen und auch ein paar neue Spielmechaniken, die halt in der Grundbox noch nicht drin sind, wo man sich dann entscheiden kann, will man Sunrise Kingdom spielen mit Gates und Guardians oder will man Tsukuyomi spielen, wo man in der Mitte des Spiels den Mond hat und eben diese neutrale Uni-Fraktion. Genau. Cool. Also da ist schon eine riesige Welt. Das ja. gibt es mit Ausstellern wie hier. Es gibt aber auch eine Miniaturenversion schon, die wir zusammen mit Grey Fox Games gemacht haben. Da gibt es diese Erweiterung noch nicht, aber die wird auch noch kommen. Also kann man sich aussuchen, ob man mehr auf die Pub-Version steht oder auf einen Riesenhaufen Minis. Ja, schön. Was ist Professor Eich ohne den akademischen Titel? Richtig, eine Eiche. Wir haben eigentlich eine Gruppe von Druiden hier in das Wald. Und man probiert eigentlich die Druiden hier, die verehren die Eiche, die riesige Eiche, das man sieht hier auf das Blatt. Und was speziell ist auf der Spiele, ist, dass man beginnt mit einzelnen Druiden wie diese, aber man kann die auch upgraden eigentlich mit diesen Elementen und dann bekommen die alte Druiden. Ja. Und die alte Druide haben ganz andere Fähigkeiten. Sie bekommen ein spezielles Power für das Rest von dem Spiel. Und was auch interessant ist in das Spiel, er gibt eine Marke, dass jede Runde weitergeht. Und hier hat man einen Equinox und hier einen Solstice. Und dann, was passiert, wenn er hier auf diese Symbole kommt, möchte alle Spieler, die hier Druiden in der Eiche stehen haben, bekommen die Ressourcen. Sondern, wenn sie mehr Punkte haben, dass diese Marke schon steht. Ja. Also zum Beispiel hier sollte alle Spieler, sondern der gelbe Spieler, aha, Ressourcen bekommen. Aha. Und so muss man eigentlich wählen, möchte ich gerne Siegpunkte bekommen, dann wenn er zu viel Siegpunkte hat, dann bekomme ich kein Einkommen. Aha. Und das ist das eigentlich das how do you say balance? ja, ist okay, ich verstehe. Ja, okay, in das Spiel. Und das ist ein bisschen kurz, wie ich gespielt. Ja. Okay. Wie lange dauert so ein Spiel? 90 bis 120 Minuten. Und für wie viele Spieler ist das? Von 1 bis 4. Hi, einer geht auch? Ja, cool. Gibt auch einen Solo-Modus. Ja, cool. Dabei. Hey, was ist das für ein Spiel? Das ist unser neues The Key-Spiel aus der The Key-Reihe. Man sieht hier, Flucht aus Stronghold Prison. Und um was geht's? Es sind drei Kriminelle, die verhaftet worden sind. Und die brechen jetzt aus. Und ich zeige mal ganz kurz, das sieht man sich an dem Tableau. Im Endeffekt sind sehr viele verschiedene Spielmaterialien. Das Zentrale ist hier dieses Tableau in dem Sinne. Und was ist das Ziel? Die drei Kriminelle, die ausgebrochen sind, da dürfen wir rausfinden, wie sind sie ausgebrochen, wo haben sie sich versteckt und wo sind sie hingefahren. Aber das Knifflige an dem Fall ist tatsächlich auch, dass es Banden gibt und jeder Bandenboss hat Bandenmitglieder. Und die unterstützen entweder die Bandenbosse oder sie lügen, wenn sie in einer anderen Bande sind. Und diesbezüglich gibt es dann verschiedene Fragekarten, Hinweiskarten und Tipps. Ja. Wo wir helfen, wo wir dann mittels der Karten rausbekommen, was das in dem Sinne und den Fall lösen können. Ansonsten gibt es verschiedene Art Fallakten noch, sodass wir richtig im Endeffekt wie Detektive sind. Es sind auch nicht alle Rätsel erklärt. Also es ist auch tatsächlich so, dass wir dann selber Sachen rausbekommen dürfen. Das ist ein Spiel für bis zu 4 Spieler, wo jeder auch für sich spielt. Und das Ziel ist es, mit so wenig Hinweiskarten wie möglich den Fall zu lösen, um dann zum Schluss, hier sehen wir dann das Lösungswort auf die richtige, richtige Lösungsschlüssel zu bekommen. Und was hier im Vergleich zu einem anderen Spiel unterschiedlich ist, es reicht nicht nur das eine zum Schluss den einen Key, sondern mittels der Banden kann sich das Ganze auch nochmal verändern. Ja. Wie lange dauert so eine Runde? 45 Minuten, so roundabout. Und es gibt insgesamt 9 Fälle. Das heißt, 9-mal kann man es auf jeden Fall spielen, aber auch noch öfters, weil wir so viel Spielmaterial haben, dass dann immer wieder Varianzen reinkommen. Ich wurde verraten. Warum wurde ich verraten?
Das ist eine gute Frage. Das kann man auf jeden Fall rausfinden, wenn man das Spiel spielt. Aber die Hauptfrage ist vor allem, von wem wurdest du verraten? Genau, darum geht es in dem Spiel hier. Das ist ein Krimispiel. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Materialien, die man zur Verfügung hat, um dann einen Kriminalfall zu lösen. Quasi wie echte Polizeiarbeit. Man hat ganz viele Beweismittel und so und muss sich da durchwühlen, muss dann rausfinden, wer ist überhaupt verdächtig, wer hat ein Motiv, wer hat ein Alibi für die entsprechende Tatzeit und muss so den Tathergang rekonstruieren. Ja. Ich finde die kleinen Details voll cool irgendwie. Also auch das gehört auch zum Spiel, ne? Genau, das gehört alles mit zum Spiel. Voll cool. Das sind in dem Fall jetzt alles Sachen, die der Boss der schweren Jungs, das ist eine Drogenbande, in den Spinden seiner Jungs gefunden hat und einer von denen ist der Maulwurf, der ihn verraten hat. Und man hilft quasi dem Boss dabei, den Maulwurf zu finden, damit er den dann gebührend bestrafen kann. Also man spielt in dem Fall auf der bösen Seite und unterstützt den Boss. Ja, schön. Genau, wir haben noch zwei weitere Spiele, die sind jetzt hier nicht dabei, weil die schon seit letztem Jahr erschienen sind. Okay. Hilferuf einer Elfe und das magische Siegel. Okay. Genau, das ist auch ein Krimispiel, also auch eine Fallakte. Das hier ist auch ein Escape-Spiel mit so einzelnen Rätseln zu lösen. Hey, danke, cool. Sehr gerne. Dankeschön, Dankeschön. Gut, dann wünsche ich doch viel Spaß und Dankeschön fürs Erklären. Dankeschön. We are the leading board game publisher in Vietnam for now. So this is we are very excited because this is the first time that there is a company to join Essen. Yeah. And this year we bring around 30 titles from Vietnamese creators to Essen. And our star highlight is this series board game called Horoscope Plus. This is based on a very popular comic books in Vietnam. Yeah, so back in Vietnam we have these characters, they have comic books, they have animations. We have licensed products like accessories, notebook, backpack, and also toys and games. And this is in the first year, this has sold 60,000 units in Vietnamese market. So this one we bring, this is our star SKU here for the SN. This is the survival games. So everybody, there is a comet that's going to destroy the planet. And the players team up to see whoever goes and collect the most resources to the base. So this is the second of the series. It's called Galactic Beast. And the story is that this character, they open up a forbidden book. And the book released, released like Asian Beast, and then they have to go and catch them all back. This is our latest game to just launch around 6 months ago. This is based on a philosophy of life fulfillment. So the goal of this game, this is the aim for family and parents and children to play together. And the goal of this game is that in life you have you have to achieve a certain types of missions to be fulfilled, and then this can be academic or money or social, but whatever that is that you like, the winning point of the game is that you try to complete all these missions, and whoever complete it first wins, and all the family and the parents and cooperate together to help each other to complete their life missions. And with this game we're trying to send a message that there is no recipe for success, and success can look like many forms, so the kid can be whoever they want to be when they grow up. And at the launch of this, this was launched, and it was the number one selling toys at the time of its launch, back in Vietnam. Where can I buy it? So, for this year, we're going just to this for demo and display purpose only. Okay. But we are going to launch this next year. Next year. We are trying to demo it at Nuremberg next year, and also SN next year. Okay. But this year is for display purpose only. Okay. So in Vietnam, we have a very thriving community.
So the we have a Facebook fan page. We have 300,000 followers, and we have a 24,000 Facebook group. It's a very very strong community back in Vietnam.